So, ein herzliches Willkommen. Weiter geht's hier im Asylum. Und weiter geht's hier mit dem nächsten Stream zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, auch hier nochmal, also weil es mir gerade nochmal eingefallen ist, Adblocker anschalten. Hier gibt's, also gerade in den Clubs gibt's hier eine ganze Menge Konten-ID-Treffer. Von daher, also ich glaube, gesperrt wird nichts mittlerweile, aber es wird halt Werbung auf die Videos geschaltet. Und wer das vermeiden möchte, wie gesagt, da sind Adblocker immer noch eine sehr gute Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit. So, ich glaube, getanzt haben wir das letzte Mal sogar. Von daher gehen wir mal hoch und schauen mal, was Therese oder Jeanette so zu erzählen haben für uns. Na toll, das ist ja alles nicht so gut gelaufen. Scheinbar haben die beiden Schwestern etwas Stress. Hallo, Theresa. Na du? Please, come in. I do apologize for my sister's crassness if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, I suppose that kind of personality is a necessary evil. Ja, wahrscheinlich. Wo ist denn die Elfenbeinprinzessin? Hallo, Wolinchen. Du bist wahrscheinlich keine Elfenbeinprinzessin. She's got issues she's still trying to get over, and so she's locked herself in the bathroom. Jealousy, really. You see, I was the family favorite, and I'm the successful one. And as you may have noticed, she's obviously starved for attention. Na, siehste mal. Ich suche nach vernünftiger Unterhaltung. That I am. My sister's schoolgirl in distress act may bring patrons in, but it's my level-headedness that keeps it open. Werden Sie Therese genannt, dunkle Tochter? Therese Vorman, yes. I'm the proprietor of this club, and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? Beenden Sie Ihre Meinungsverschiedenheit mit dem Wurm, oh Dunkle. Tongue's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Bloody Nosferatu. They're so unclean. Was brachte Ihre Dunkelheit über ihn? He meddles in my affairs. He's a bad influence on my sister and she on him. If you were in my place, would you let him compromise your authority? You most certainly would not. I'd quite like it if I never had to hear that name again. Bitte sagen Sie dem Wurm, es sei alles vergeben und vergessen. Why would I do that? Let him think I mean to kill him. That way I don't have to worry about him sabotaging everything. Do you realize how his subterfuge makes me look to the Camarilla? Genau, Noss treibt auch hier sein Unwesen. Wie üblich. Ja, wird das mit der Mütze so langsam was? Hast ja noch ein bisschen was zu tun. War das das, was du im Discord gepostet hast? Ich
So, ich bin übrigens kein politisierender Blutsauger. Ich muss den Wurm sehen. Tung and his co-conspirators' actions ruined my chance at partnership in a crucial piece of property. I do have several other promising ventures, and one in particular has been, to say the least, an ordeal. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tung have been swept under the rug, but in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. Alles andere wäre eine sinnvolle Nutzung meiner kostbaren Zeit gewesen. Was haben wir denn sonst noch? Ein Geist, ein Widerschein der Lebenden? Oh, I forgot. You're still new to this. Allow me to break you in. Yes, ghosts exist. Werewolves, mummies, and I'd expect a whole lot of other things I've never seen share the night with us. Ich werde ihn überwechseln in die Welt der Geister. Was muss getan werden? Rumor is that a personal item of a ghost may be used to draw it out or excise it from its haunt. While I don't put a lot of stock in hearsay, it's my last option. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits, and bring it back. Und wenn solch ein Tant nicht gefunden werden kann? If you have to tear the building apart, do so. Three construction crews have already refused to go back to work because they've been spooked, so to speak. Oh, wandeln Sie selbst auf dem dunklen Pfad, dunkle Herrin. As much as I'd like to ensure it's done properly, you're in no position to refuse. That is, if you still want me to call off the feud. Naja, ich wüsste auch nicht, wie man das bei Twitter spoilern könnte. Außer du markierst es halt als nicht jugendfrei. Aber ich weiß gar nicht, ob man das manuell machen kann. Wie führt man eine Schlacht gegen das Ätherische? You don't. They're perfectly harmless. Wenn sie dem Wurm ihr Wort geben, dass sie nichts mehr von ihm wollen, dann gehe ich. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. Ihre Worte sind wie der rote Nektar. Dunkle Tochter, leben Sie wohl. Before I forget, take this. The only way to reach the Ocean House this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. Ich tue, was getan werden muss, Dunkle. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. Noch ein paar Antworten aus Ihren grauen Zellen. Warum ist solcher Hass zwischen Ihnen und dem Wurm? He meddles in my affairs. He's a bad influence on my sister and she on him. If you were in my place, would you let him compromise your authority? You most certainly would not. I'd quite like it if I never had to hear that name again. Ich glaube, das haben wir aber alles, oder? Gut, Sie sprechen mit jemandem, der nicht länger hier ist. Sprich mit der Hand. Ich glaube, das kriegen wir noch nicht gehackt. Nee, ich glaube, wir kommen auch noch nicht an. Ja, auch hübsch. Genau, da konnten wir noch hin. Aber ja. Oh. Geht doch. Ich hatte das irgendwie etwas schwieriger in Erinnerung. Na dann. Darunter von Bertram. Ich verstecke mich, bis sich deine Schwester abreagiert hat. Sag ihr, dass ich keine Gefahr bin. Sie soll sich bei mir melden, wenn alles wieder okay ist. Hallo Eisdrache, willkommen. Freitagnacht von Mikey. Hey, was machst du Freitagnacht? Ich dachte, ich schau mal beim Club vorbei und vielleicht können wir ein bisschen tanzen. South America ist meine Stadt. Du dreckige kleine Schlampe.
Wie kannst du es wagen, dich in meine Angelegenheiten meiner Stadt einzumischen und noch dazu mit diesem widerlichen Nosferatu? Kommunizieren die quasi auch über E-Mails, die beiden Geschwister. So, wie sieht es mit den Kontakten aus? schönes Passwort. Gut, Mikey. Das sind aber die E-Mail- und Handynummern. Bertie. Oh. At Schrecknet. Ja, ich glaube, Schrecknet, das war das, eigene Netzwerk von den Nosferatu. Das wäre Arthur. Jeff. Sarah. Das sind einfach nur Telefonnummern. Jack hat ein paar Sternchen mehr. Sieh meine an. Companion Cubes, ja, kann ja auch nicht schaden. So, ich glaube, du hattest nichts hier, was noch irgendwie interessant wäre. Ja gut, wie gesagt, Spiegel, Vampire. Weißt du, wie das immer endet? Genau, das hatten wir auch schon. Speichern wir nochmal schnell. Dann schauen wir mal, was das mit diesem Hotel auf sich hat. Na du? Oh, Vampir und Sonne, ja. Ja, zumindest größtenteils. So, dann. Wir mussten durch die Kanalisation. Das noch richtig im Kopf habe. Ich habe noch keine Punkte. Schade. So, genau. Das Ocean Hotel wäre da hinten. ich bin. Keine Ahnung. Aber wir müssen ja irgendwo zwischen 1 und 4 müssen wir nachher raus. Wir können uns hier noch eine Ratte gönnen. Okay, das ist ganz die andere Ecke. Aber gut, dann können wir hier hochlaufen und dann abbiegen, dann haben wir's. Ja genau, das ist die, da haben wir auch die verschiedenen Variationen oder die verschiedenen Filme und Bücher immer so ein bisschen variiert, was jetzt effektiv ist und was nicht. Ich glaube, es sind, keine Ahnung, ob es da wirklich eine kanonische Sache gibt. Hier wird ja auch schon gesagt, dass am Anfang einige der Sachen, die man aus den Geschichten kennt, nicht hier hinhauen. Wie gesagt, Flock ins Herz stunt halt nur. Tja, wo kommst du denn auf einmal her?
alte Hellcat. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich damals das, das dann selber gespielt hatte oder zum ersten Mal gespielt hatte, war es mir hier auch, also das haben sie mit der Gruselatmosphäre haben sie jetzt ziemlich gut hingekriegt, war ein wenig mulmig teilweise. Das war das Bram Stokers Dracula. Da hatte der, ich glaube, der Angry Video Game Nerd hatte da mal ein Video zu gemacht, wie sehr die verschiedenen Adaptionen dem, oder wie nah die Adaptionen dem, der Buchvorlage sind. Na du? So, dann mal durch hier. Au. Große Öffnung. Santa Monica feiert das neue Ocean House Hotel. Jo, alles leider so ein bisschen baufällig. Schauen wir mal. Folgen wir mal der jungen Dame. Die ist ja doch meistens relativ hilfreich. Im Gegensatz zu kaputt gehenden Lampen. Na? Klopf, klopf. Ach, gibt's auch eine Netflix-Serie mittlerweile zu? Na gut, gibt's mittlerweile nicht auf Netflix. So, Hotelhülle. Abgetrennter Hotelhölle. Abgetrennter Kinderkopf in Hotelwaschraum gefunden. Na gut. Irgendwie muss man die Haare ja sauber kriegen. So, mit dem Ding ist noch nicht allzu viel zu machen. Ja, genau. Deswegen. Hier waren wir noch gar nicht weitergegangen. Hier geht's ja auch noch lang. Na, guck mal. Dann können wir jetzt zum Heizungskeller. Naja. Ist ja in Ordnung, wir kommen ja gleich. So, einen wunderschönen guten Abend. Und da verschwindet er auch schon wieder. So, hier hätten wir halt... Ah, da ist die Tür. Sicherungskasten. Und hey, wir haben wieder Strom. Allerdings auch, hab ich ein Autosave? Hab ich nicht. Ja, allerdings auch, ein paar... Dings, die dann hier losgehen. Ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass sie einen wirklich umlegen können.
Ach, das nervt einfach nur so ein bisschen. Aber ja, dann soll ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ring, ring. So, Telleröffnung. Dann nach unten. Speichere ich, glaube ich, im Heizungsraum nochmal ab. Wenn hier passiert es mal nicht allzu viel. So, dann nochmal hier rüber. Ach ja, und mehr speichern. Obwohl, wie gesagt, hier eigentlich noch nicht so viel passieren sollte. Aber sicher ist sicher. Oh, war ja gar nicht so viel, was wir jetzt neu machen mussten. Wieder zu den Schockmomenten. Der muss ja einfach hier drin warten, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder durchlaufen. Genau, obwohl ich nachher wieder eine Stunde nachspielen muss. Aber das ist, also, das sollte zumindest relativ, relativ Dings sei, relativ absturzsicher. War das mit der Verzögerung schon immer so? Na gut, es ist halt 6 Jahre her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich dachte, das wäre einigermaßen instant gewesen, wenn ich mich heile. Hey, da freut sich jemand. Dieses Bild zum Beispiel. Und ganz aufgeregt. Gehen wohl nicht an dieses Telefon. So. Und noch eine zweite Leiche. Das zweite Kind wurde zerhackt wie Brennholz. Das kann auch sein, ja. Wohl so langsam war der auch nicht. Ich meine, da habe ich ja immerhin schon Let's Plays mitgemacht. Ja, ich glaube, das gibt das Ganze auch relativ akkurat wieder. Knarz. Dann bitte mal fürs Übergeschoss. Danke. Ring, ring. Wie kann ich die Kamera... So. So, weiter geht's. Ja, ich weiß, da sollen wir rein. Schon hilfreich, die Kleine. Zack, der nächste. Selbstjustiz, der Original House Mörder ist vielleicht schuld am Inferno.
Muss hier noch einen schönen Drink machen. Sieht erstmal nichts aus, wir könnten noch ein paar Stühle durch die Gegend schieben. Hallo Tyrell, willkommen. Aber das sollte dann soweit passen. Ja, ja. So, da haben wir jetzt endlich mal das Tagebuch. Die verkohlten Überreste eines Tagebuchs. 30.05.1958. Wir sind eben im Ocean House eingetroffen. Wir machen eine Woche Urlaub in Santa Monica und Ed hat uns ein Zimmer zur Eröffnung des Hotels gebucht. Es ist wunderbar hier, nahezu märchenhaft. Die Kinder sind schon den ganzen Nachmittag im Wasser. Die ersten beiden Tage waren geradezu perfekt, außer dass Ed nicht aufhört, mich nach dem Medaillon zu fragen, das ich von meiner Mutter bekommen habe. Er scheint zu glauben, ein Verehrer hätte es mir geschickt. Ed kann sehr süß sein, aber manchmal übertreibt er es mit seiner Eifersucht. Hoffentlich geht's ihm morgen besser. Heute scheint die Sonne und es ist nicht eine Wolke am Himmel. Ed scheint leicht gereizt, er grübelt ständig, wer mein neuer Freund sein könnte. Manchmal ist er schon komisch. Heute Morgen gab es ein Picknick für die Hotelgäste. War recht imposant. Ed hat schlechte Laune. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um ihm klarzumachen, dass er meine einzige und wahre Liebe ist. Bloß als er mit dem Platzwart gesprochen hat, ist er ein bisschen aufgetaut. Männer. Zwei Tage haben wir noch, dann geht's endlich wieder nach Hause. Ed redet weder mit mir noch mit den Kindern und ich habe ihn des Öfteren dabei ertappt, wie er im Bad meinen Medaillon anstarrte. Ich mache mir Sorgen, dass er eine Art Nervenzusammenbruch sein könnte. Ich habe ihm vorgeschlagen, nach Hause zu fahren, aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Er würdigt mich keines Blickes. Ich will einfach nur nach Hause. Ed ist heute schon früh weggegangen und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wenn er in einer Stunde nicht zurück ist, dann lasse ich den Hotelmanager rufen. Obwohl ich es ihm verboten hatte, ist Ed Junior im Keller nach ihm suchen gegangen. Ich schicke Tiffany nach unten, um ihn zu holen, wenn... Moment, es klopft an der Tür. Oh mein Gott, Ed, voller Blut, will mich umbringen. Ich habe ihn ins Bad gesperrt. Er ist verrückt, schreit wie, wir werden ewig zusammen sein und der wird mich nie hergeben. Bitte hilf mir irgendwie. Ja, hat ein bisschen was von The Shining. Oh, da ist noch zu. Dann gehen wir mal gerade kurz in Deckung. Aua. Küchengeräte hauen halt doch schon ziemlich rein. Mit Ian McGregor, wenn mich nicht alles täuscht. So, endlich mal Ruhe hier. Dann half-lifen wir uns hier noch ein bisschen durch die Gegend. Die sind doch immer vorsichtig. Deswegen speichere ich auch gerade nochmal. Hallo Fahrstuhl? So, gut, der Sprung hat schon mal funktioniert. Und oben angekommen, endlich mal. Ja, die können wir schon mal nicht mitnehmen. Ich glaube, hier war sowieso generell nicht wirklich viel interessantes Zeug drin.
Vampire brauchen vielleicht keine Brillen, aber sie brauchen auf jeden Fall das Buch der Phonetik für Dummies. Sie brauchen eine Recherche von mindestens 7, um diesen Gegenstand zu benutzen. Okay. Aber immerhin. Wie viel Recherche haben wir denn eigentlich? 3. Okay, das dauert noch ein bisschen. So, Mordfall ungelöst. Ocean House, Eltern unter Mordverdacht. Die Dame sieht so aus wie jemand, die wir später nochmal treffen. Keine Ahnung, ob das nur Zufall ist. Also ich kann mich auch gerade nicht mehr daran erinnern, dass die tatsächlich, also dass es halt eine dieselbe Person war. Au. So, ja, ich komme ja schon mit. Auf der Toilette irgendwas Anständiges machen? Ich glaube, die ist auch länger nicht mehr sauber gemacht worden, wenn ich mir das mal so anschaue. Steckt war hier auch nichts. Aber zumindest auf der anderen Seite. So, da können wir es leider nicht so wirklich gütlich tun, aber wir können hier endlich mal nach oben. Die Balken. Ja, und so wirklich gut sieht es hier leider nicht aus. Ich glaube, ich könnte ja die Räder mal runter durch, ja. Ja, bleib doch bitte geduckt, Kollege. So. So, wir haben die Halskette. Glück gehabt, dass es gerade wieder schön wurde. Oder sich wieder gefangen hat. Auch hier ist nichts versteckt, wie es aussieht. Ah, da hinten ist, glaube ich, die Elizabeth Dane oder wie das Ding hieß. So, und eigentlich, genau, hier kamen wir hoch. Sollten wir jetzt ja nicht mehr gestört werden. Ich überlege gerade, gab es da irgendeinen schnelleren Weg nach unten? Einmal hier durch, bitte. Ich glaube, wir bleiben trotzdem an den ganzen Dingern hier noch hängen. Hier ist halt noch ein Fahrstuhl, aber der funktioniert auch nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich wieder zurück. Einmal durch die Spinnweben. Dankeschön. Ah, genau, und da haben wir noch ein etwas, wo wir, na gut, nicht hinkommen.
Da geht's auch nicht weiter. Wie ging's denn nochmal zurück? Achso, ich glaube, wir können es nachher unten in den Boden fallen lassen. Ich erinnere mich, glaube ich. So, das geht auf jeden Fall schneller als da nochmal hochzuklettern. So, einmal durchlassen bitte. Also warum werden wir sonst nochmal hier hingeschickt? Ich meine, irgendwo war ja noch ein Loch auf dem, im Boden. Also müsste ich ja wirklich den ganzen Weg nochmal zurückgehen, aber ist hier nicht eine Abkürzung? Scheint mir nicht so. Dann muss ich mal gucken, ob ich nicht noch irgendwas übersehen habe. Ah. Ich habe was übersehen. Gerade gucken, klappt das? Kann ich mich einfach runterpacken? Nein, kann ich nicht. Oh. Ach, das macht mehr Schaden. So, dann kommen wir hier wieder raus. In Ordnung. Gut. Damit haben wir alles. Mitzunehmen ist, glaube ich, hier eh nichts mehr. Aua. Ja, ich dachte, der Geist wäre... wäre jetzt erledigt. Oder achso, wahrscheinlich erst, wenn wir die Dings zurückgebracht haben, die Kette zurückgebracht haben. Verziehen wir uns nochmal schnell. Einmal heilen, bitte. Hier war dann der Kanaldeckel. So, könnte ich eigentlich quasi den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Ratten. Wir brauchen ja wieder Blut. Njam, njam, njam. Dankeschön. So, das war eine Jesusratte. Die kann auf dem Wasser laufen. Auch sehr praktisch. So, ein bisschen was haben wir ja wieder aufgefüllt. Dann gehen wir mal hier raus. Hallöchen. So, und dann nochmal direkt ab zu Tiris. Hoffen mal, dass sie sich dann darüber freut, dass wir die Halskette besorgen konnten und wahrscheinlich dann eben jetzt den Fluch gebrochen haben. Darum ging es ja eher. Na, es kommt ja quasi in jedem Spiel vor, eine Kanalisation mit Ratten. Aber ja, Oblivion ist auch schon jetzt... oder 2 Jahre? 3 Jahre hier sogar fast. 2,5. So, Hallöchen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, meine Lieben.
Goldring. Oh, du bist's. Na, meine Liebe. Not even a knock. I could have been undressing. And who knows what I would have had to do to you. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? Hm. Ich suche eine dunkle Tochter, jene auch aus Obsidian. Therese is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? Ich kann nur mit deinem anderen Gesicht sprechen, Janus Tochter. So, Therese told me you might be back with something for her. Do you have it with you? Ja, aber allein deine Schwester hält diesen Schatz. I'm not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? Ach, ich will deinem Herzen kein Leid zufügen. Nimm dieses kleine Angebot. It's beautiful. Like a knight in shining armor. Dangling at the end of a noose. Oh ja, er wirkt und gerüstet. Die andere sagt, sie würde dem Wurm vergeben. Oh, did she now? I spend a few nights with Bertram and all of a sudden he's the pox of Santa Monica. Paranoia and Therese have been bedfellows for longer than I can remember. Indulge my curiosity. What did you really think of Therese? Ich kündig's von meinen Visionen. Der Wurm braucht Vergebung. I wish I could do something about it, but Bertram won't believe it's off until he hears Therese say it's off. And as I told you, I'm really not sure where Therese is. However. Die dunkle Tochter hat mir Versprechungen gemacht. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Would if I could, kitten. So sorry. But she doesn't tell me much about her business. But I do know something you could do for us in the meantime. Something that would make us very grateful. Sag es mir, weiße Herrin. Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. Welch niederträchtige Tat für diesen zerbrochenen Verstand. I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. Lässt du den Wurm nach dieser Schnitzerei frei? I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up! I can only amuse myself for so long. Ich werde beim Schneiden und Metzeln nur an dich denken. Aber ne, wir schließen das Wurmgeschäft ab, wenn ich zurückkehre, sonst bist du mein nächstes Gemälde. Oh, and there was something about the paintings. What was it? I can't remember. Oh well, have fun, Declan. Okay, dann zerlegen wir mal ein paar Gemälde. Sind doch gar keine Katzen anwesend. So, ich glaube, sonst haben wir gerade eh nichts. Was wir noch angehen könnten.
Naja, war wohl keine gute Idee. Sollen wir später mal reinschauen und wir sollen halt rein. Ich dachte, das wäre... Na gut, vielleicht kommt das später. Achso, wir können mal gucken, ob wir mittlerweile die Belohnung für das Werwolfblut gekriegt haben. Schauen wir uns das mal noch an. Es wird halt auch netterweise ins Dings gesetzt. Bei uns in den Briefkasten gelegt. Und vielleicht haben wir nur eine E-Mail gekriegt. Das kann natürlich auch sein. Prost. Lassen Sie es mal schmecken. Ah ja, genau. 150 Gold. Dankeschön. Haben wir neue E-Mails? Haben wir neue E-Mails? Na? Tatsächlich. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Werwolfsblut. Das Geld liegt im Briefkasten, wenn du es nicht schon gefunden hast. Sebastian LaCroix. Gut, danke. Können wir dann löschen. So, damit ist der Auftrag auch abgeschlossen. Scheint nichts Neues zu sein. Ich glaube, im Radio jetzt auch nicht unbedingt. Und der Zeitung. Na gut, es ist, glaube ich, auch noch nicht so unglaublich viel Zeit vergangen. Von daher wird sich wohl noch nicht allzu viel getan haben. So, genau, da will ich jetzt mal, also mir wurde auch gesagt, dass ja, oder das letzte Mal wurde ja noch gesagt, dass scheinbar für den keine Kleidung zum Kaufen gibt. Also keine Rüstung in dem Falle. Thanks for coming back. What you need? Können Sie mir etwas über die Dame und ihre Orte erzählen? Beats me. Santa Monica is dead. I don't know why anyone comes out here anymore. Okay, wie viel Gold für ihre Güter? Alright, here's what we got today. Wir haben immer noch den Arm. So, Klamotten, leichte Kleidung. Wir hätten ja noch einen Goldring zu verkaufen. Und den Kautionsschein, mit dem wir leider nichts machen können. Und das hätte ich Geld. Dann können wir es, glaube ich, auch uns schenken. Also ich glaube, das gab auch einen Abzug Menschlichkeit, wenn wir die Kasse plündern. So, schauen wir mal rein. Hallo Chuck, na du? Hey, 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 hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Hier wird an der Leere ihres Lebens zerschellen. No, it can't be. I'm useless. I'm completely useless. Fließendes Fett wird ihre Furchen fermentieren. Oh. Armer Chuck, irgendwie mag ich ihn.
Alternative wäre gewesen, dass man hier durch das Ding durchgeht. Oh, ist nicht stark genug, um das zu bewegen. Interessant. Okay, also wenn man etwas stärkeren Charakter gehabt hätten, hätten wir auch einfach hier hinten durchschleichen können. Aber ja, jetzt kommen wir erstmal in die Galerie rein. So, wie gesagt, das wäre die Kasse. Die lassen wir aber mal in Ruhe. Obwohl, wir können immer gerade speichern. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das kostet dann eine Menschlichkeit. Und 50 ist immerhin drin. Ja, genau. Aber wie gesagt, wir haben ja gerade im Moment ein bisschen was an Geld. Wie viel Munition haben wir denn? Nichts. Fuck, ich hätte vorher Munition kaufen sollen. Na gut, gucken, wie das wird. So, hier haben wir jetzt halt die Kainz-Geschichte, also von Kain und Abel. So, die Frage ist, wo hat er das nochmal angefangen? Also wir müssen es halt in der richtigen Reihenfolge angehen. Wurde er zuerst verflucht? Nee. Wurde er nicht? Das war's auch nicht. Genau, dann fängt es damit an. So, also. Abel wurde ermordet. Ich glaube, danach wurde er verflucht. Genau, dann hat er Lilith getroffen. Und danach hat er sie dann erledigt. Ja, und dann haben wir jetzt hier den Blutwächter, der gar nicht mal so ohne ist. Mal gucken, wie viele Versuche ich da brauchen werde. Ich habe halt auch nichts an Waffen, ehrlich gesagt. So, schon habe ich Blutbild, aber ich hätte mich, glaube ich, tatsächlich besser vorbereiten müssen vorher. War mir echt klar, dass das nichts wird. Jetzt haben wir halt kein Blut mehr, wir haben keine Munition mehr. Der Typ ist gerade mal die Hälfte runter. Gut, wir brauchen Munition. Wir brauchen eine ganze Menge. Shotgun kriege ich, glaube ich, immer noch nicht. Das würde halt sehr helfen. Aber ja, das ist so der erste wirklich üble Kampf am Anfang. Gerade wenn du halt einen Charakter hast, der nicht auf Nahkampf geskillt ist. Dann geh bald vor nochmal einkaufen. Blut bräuchte ich theoretisch. Warte mal, ich habe ja die Blutpakete noch, oder? Ja. Also unglaublich viel füllen die aber auch nicht auf. So, dann gibt mir zumindest mal Munition und dann gucken wir mal, ob wir den platt kriegen. Thanks for coming back. What you need? All right. Here's what we got today.
Na gut, die sind jetzt nicht so unglaublich teuer. Baseballschläger macht halt weniger als das Messer, aber hat, glaube ich, ein bisschen... Bisschen bessere Werte generell. Ich muss mal mit der Pistole versuchen. Apex bringt mir nicht schlecht, das Wahnsinn mit dem, also wie gesagt, meine Fähigkeiten bringen mir bei dem Kampf nicht allzu viel aus, halt Blut macht, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen. Vielleicht hebe ich mir das noch auf. Okay, der gilt interessanterweise also nicht für vorne, der Schlüssel. Die sind soweit schon angeknackst, okay. Na dann. Ah, ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen. Speichere ich jetzt mal. Versuchen wir das Ganze mal schleichend. Kann sein, dass wir dich so ein bisschen verbuggt haben. Ich glaube, das funktioniert gerade einigermaßen. Ich bin erstaunt. Okay, jetzt hat er mich. Es war schön, solange es währte. Sondern aufgrund des doch sehr geringen Platzes. Na gut, das kann ich halt echt knicken hier. Bringt halt auch die Schusswaffe leider nicht so wirklich viel. Aua. Vor allem, wenn sie halt nicht trifft. Aber eventuell könnte es funktionieren jetzt. Bisschen Heilung. Aua. Ich hatte mich doch gerade geheilt. Das wird wahrscheinlich knapp. Kostet halt auch sau viel Munition. Aber wie gesagt, der Charakter ist halt doch ziemlich schwach. Ja, das ist halt auch immer so ein Problem. Bleibst halt normalerweise immer irgendwo hängen. Na, es wird. Ich meine, wir haben zwar auch schon ordentlich gelitten.
Aber so nach und nach kriegen wir ihn dann platt. Ich sollte nur nicht zu gierig werden. Das ist selten eine gute Idee. Ja, es ist halt wunderschön, wie diese Schusswaffen funktionieren. Ein Traum.